In diesem Video geht es um Rechengesetze in der Digitaltechnik. Und dazu gucken wir uns mal hier das Kommutativgesetz, das Assoziativgesetz, das Distributivgesetz und jetzt noch weitere Gesetze an. Jetzt die morgen und noch weitere Gesetze kommen im nächsten Tafelbild. Jetzt sehen wir, diese Gesetze kennen wir auch aus der Mathematik und vom Prinzip her ist auch eigentlich das Gleiche, nur dass wir jetzt hier speziell Schallvariablen betrachten. Und ganz kurz nur zum Einstieg, also hier seht mal hier einmal das Ungatter und das Odergatter abgebildet, weil wir betrachten ja in der Digitaltechnik so logische Gatter, jetzt hier mit den zugehörigen Bausteinen. Und dann seht ihr, wir haben jetzt hier Eingangsvariablen, hier dann x1 und x2 und dann eine Ausgangsvariable y. Und dann, wenn wir jetzt hier für die Eingangsbelegung und die Ausgangsbelegung, also den Variablen x und y, jetzt hier speziell die Gesetze an. Und dann erstmal zum Kommutativgesetz. Das ist jetzt einmal, dass wir schreiben können x1 und x2, das wäre das Unzeichen. Das können wir auch schreiben, ist gleich x2 und x1, einfach vertauscht. Und dann können wir statt dem und auch und mal schreiben, aber das eine Schreibweise. Dann das gleiche gilt für oder, also x1 oder x2. Ist auch das gleiche wie x2 oder x1. Ihr seht, Prinzip ganz einfach. Dann auch das gleiche für das exklusiv oder, also x1 und dann jetzt hier mit Summzeichen exklusiv oder x2 ist auch x2 exklusiv oder x1. Dann zum Assoziativgesetz, das ist ja hier das Gesetz mit den Klammern. Und da können wir dann zum Beispiel sagen, dass wenn wir jetzt hier haben x1 und x2 und x3, ich schreibe es mal diesmal statt diesem Zeichen mit mal hin, also hier so geschrieben, wir können auch wieder das Zeichen schreiben, dann könnte man jetzt hier Klammern schreiben, das heißt, wir können sagen, das ist auch das gleiche wie jetzt x1 mal x2 in Klammern mal x3, hier müssen wir 3 sein, ihr seht, die Gesetze sind ganz einfach, oder wir können auch schreiben x1 mal x3 mal x2 oder noch, was bleibt übrig, x2 mal x1 mal x3. Das sind jetzt hier die drei Möglichkeiten und das gleiche können wir auch für das oder machen. Also jetzt hier x1 oder x2 oder x3. Auch hier wieder mit Klammern können wir schreiben, dass x1 oder x2 oder x3 in dieser Schreibweise. Und dann gibt es die zwei andere Möglichkeiten noch, wie hier x1 oder x3 oder x2 und dann noch hier x2 oder x1 oder x3 und hier eben auch wieder ein Plus schreiben können statt dem Oder-Zeichen. Dann zum Distributivgesetz und da sieht es folgendermaßen aus, wenn wir jetzt hier haben x1 und dann mal x2 plus x3, dann können wir sagen, das ist gleich x1 mal x2 plus x1 mal x3. Also ausmultipliziert das mit dem, das mit dem. Man kennt es von der Mathematik. Dann jetzt im nächsten Tafelbild zu den weiteren Gesetzen. Jetzt hier zu den Demorgschen Regeln. Und die lauten jetzt einmal, dass jetzt x1 und dann mal x2 jetzt hier negiert, also dann hier ein Nennbaustein. Das ist das gleiche wie jetzt x1 negiert plus x2 negiert. Und dann als zweites gilt noch, dass jetzt x1 plus x2 negiert gleich x1 negiert mal x2 negiert ist. Und das können wir auch jetzt vollermaßen nachvollziehen. Und zwar, wir sehen ja hier, wir haben jetzt einen Nennbaustein. Und dann, wenn wir uns mal jetzt die Wahrheitstabelle von einem Nenngatter angucken, kann ich mal hier hinzeichnen. Jetzt hier x1, x2, y, dann gilt ja, dass jetzt alles das Gegenteil ist wie beim Ungatter. Also ich schreibe erstmal alles hin. Es gibt ja die Bedingung 0,0, 1,0, 0,1, 1,1. Und dann beim Ungatter galt ja, dass jetzt nur bei der Bedingung 1 und 1 für y und 1 hatten. Und dann ist ja nennt einfach nur nicht und. Also dann wird alles negiert, heißt, da ist dann so, dass eben dann genau hier eine 0 ist und dann der Rest
1-1-1 ist, also das Gegenteil wie beim Ungar-Tab. Und dann sehen wir eben, wenn wir uns das hier angucken, x1 negiert plus x2 negiert, hier das Plus ist ja wieder ein Oder, heißt x1 nicht oder x2 nicht. Und das ist jetzt auch genau nur dann 0, wenn jetzt hier beides gleich 1 ist. Weil wenn x1 1 ist, ist ja 1 nicht 0. Negation, dort macht immer die andere Variable, also aus einer 1 wird 0. Und wenn das 1 ist, wird auch daraus 0. Und dann 0 oder 0 ist ja die einzige Möglichkeit beim Oder-Gatter, wo wir dann auch eine 0 erhalten. Deswegen, sonst haben wir überall 1. Das nochmal dazu erklärt. Und auch hier ähnliches Prinzip. Hier haben wir ein NOR-Gatter. Und dann, wenn wir mal hier uns die Wahrheitstabelle vom NOR-Gatter angucken, das ist ja alles umgekehrt wie beim Oder-Gatter. Also jetzt hier x1, x2, y. Und dann hier wieder alle Eingangsbedingungen 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Dann galt er erstmal beim Oder-Gatter, dass jetzt überall 1 ist, außer wenn jetzt hier beides 0 ist. Und dann hier NOR-Gatter, alles umgekehrt. Das heißt, dann haben wir jetzt genau in diesem Fall eine 1 und sonst überall 0. Ist ja einfach Oder-Gatter negiert. Und dann sehen wir jetzt hier x1 nicht mal x2 nicht. Und wir gucken uns genau diesen Fall an bei 1. Das bedeutet, wenn jetzt hier x1 gleich 0 ist, 0 negiert wird zu 1. Auch hier x2 0 eingesetzt, 0 negiert wird eine 1. Und dann haben wir eben genau 1 und 1. Und das kennt man ja bei der Unschaltung, beim Ungar-Tab. 1 und 1 ist ja die einzige Möglichkeit beim Ungar-Tab, wo wir auch bei y1 erhalten. Deswegen sehen wir auch hier, das passt. Damit kann man es nochmal kurz herleiten. Dann jetzt zu den Idempotenzgesetze. Und die lauten jetzt einmal, das jetzt im Platz ein bisschen eng, einmal, dass x mal x gleich x ist. Logisch, ihr seht auch mal die Wahrheitstabelle vom Ungar-Tab abgebildet rechts, weil wir haben ja jetzt eine Unschaltung wieder. Wir können ja auch schreiben, statt dem und hier, haben wir ja gerade besprochen, auch das Zeichen. Und dann sehen wir jetzt, wenn wir jetzt hier zum Beispiel für x 0 einsetzen, also 0 und 0, ergibt das, ihr seht an der Wahrheitstabelle, auch eine 0. Und wenn wir jetzt für x eine 1 einsetzen, sehen wir 1 und 1, ergibt dann für y auch eine 1. Deswegen, das hier, das, was für y rauskommt, ist dann immer hier die x. Und dann das zweite Gesetz ist, x oder x ist auch immer gleich x. Jetzt seht ihr mal hier die Wahrheitstabelle vom Oder-Gatter, weil wir haben ja jetzt hier eine Oder-Schaltung. Und auch da das Prinzip, ist jetzt x 0, dann sehen wir 0 oder 0 ist 0 beim Oder-Gatter. Und wenn x 1 ist, ist 1 oder 1 eine 1 beim Oder-Gatter. Deswegen hier am Ausgang y haben wir dann auch mehr x. Dann zu den Negationsgesetzen. Und hier ist einmal das Gesetz x mal x negiert gleich 0 und x oder x negiert gleich 1. Und jetzt erstmal hier angefangen. Wir sehen jetzt, wenn wir jetzt hier für x 0 einsetzen, dann steht ja 0 und hier wird eine 1 raus, also 0 und 1. Und wir sehen jetzt auch an der Wahrheitstabelle beim Ungar-Tab, 0 und 1 ergibt 0. Und wenn wir eine 1 einsetzen, dann wird jetzt aus dem x negiert 0, weil klar, Negation macht ja immer alles umgedreht. Also dann hier erhalten wir 1 und 0 und auch, ihr seht, wieder 1 und 0 beim Ungar-Tab ergibt auch eine 0 am Ausgang. Deswegen, das gilt grundsätzlich. Dann hier sehen wir, ist x1. Dann erhalten wir jetzt durch die Negation hier ein 0. Das heißt, wir haben dann stehen 1 oder 0 und 1 oder 0 im Oder-Gatter. Beides-Tabelle sieht wieder rechts, ergibt eine 1. Oder wenn das x 0 ist, dann wird jetzt hier aus dem x negiert eine 1. 0 oder 1 ist auch eine 1 im Oder-Gatter. Deswegen 0 oder 1 oder 1 oder 0, beides 1 im Oder-Gatter. Das noch dazu. Und dann verlinke ich jetzt hier ein Video mit weiteren Sätzen und ich verlinke noch hier meinen Mathe-Chemie-Kanal. Da mache ich auch noch deine Videos. Falls ihr Interesse habt, könnt ihr direkt hier vorbeischauen. Und das war's dann. Damit zu diesem Video.